Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video geht es um Sternzeichen. Ich werde nämlich mein Sternzeichen einen Tag lang bestimmen lassen, was ich den ganzen Tag über so mache. Sternzeichen generell werden ja immer wieder thematisiert und es gibt ja schon so einen regelrechten Hype um Sternzeichen. Und ich habe zum Beispiel auch Videos von X-Letter oder Couples on Tour gesehen, die eben auch einen Tag lang ja, ihre Sternzeichen haben entscheiden lassen, was sie so machen. Es gibt nämlich, wenn man mal googelt, zum Beispiel bei Pinterest oder Instagram, immer so Bilder, wo alle Sternzeichen drauf sind und dann eben zu bestimmten Themen gesagt wird, welches Sternzeichen wozu am besten passt. Also seien es jetzt Klamotten oder Essen oder Hobbys. Also da kann man dann immer sehen, was zum eigenen Sternzeichen wohl am besten passen soll. Die Bilder, die ich mir jetzt für dieses Video rausgesucht habe, die jetzt meinen Tag bestimmen, da ist mir natürlich klar, dass das wahrscheinlich einfach nur ja, zusammengewürfelt wurde von irgendwelchen Leuten, dass das jetzt nicht wirklich eine große Bedeutung hat für die Sternzeichen, aber ich fand die Idee irgendwie trotzdem lustig und wollte das einfach gerne mal ausprobieren und gucken, was dabei rumkommt. Ich persönlich bin vom Sternzeichen Waage. Ich wurde im Oktober geboren, also hatte auch vor ein paar Wochen erst Geburtstag und ja, ich persönlich kann mich sehr gut identifizieren mit der Waage, denn die Waage steht eben für einen sehr harmoniebedürftigen Menschen, der sehr ausgeglichen ist. Und das kann ich bei mir auf jeden Fall bestätigen. Ich persönlich bin auch eine Person, die daran glaubt. Also ich glaube jetzt natürlich nicht an irgendwelche Tageshoroskope aus Zeitschriften. Aber diese grundlegenden Eigenschaften, die Sternzeichen angeblich mit sich bringen, habe ich auch schon oft in anderen Leuten wiedererkannt. Und ich persönlich glaube in gewisser Hinsicht schon daran. So, ich habe jetzt mal meinen Laptop hergeholt, denn ich habe mir bei Pinterest jetzt schon so ein paar Bilder rausgesucht, was eben zu meinem Sternzeichen passen soll. Und als erstes habe ich jetzt da mal ein Outfit rausgesucht. Denn ich habe jetzt einfach irgendwas angezogen, worauf ich gerade Lust hatte. Aber wir wollen jetzt natürlich gucken, was mein Sternzeichen überhaupt anziehen würde. Und da habe ich jetzt mal dieses Bild rausgesucht. Ich blende euch das mal ein. Und da steht die Waage auch schon ganz am Anfang, Libra, also ist auf Englisch. Und ja, da habe ich eine blaue Jeans an, mit so ein bisschen Used Look, die ein bisschen kaputt ist. Einen orange-roten Pulli, schwarze Schuhe, einen Rucksack, eine Brille und eine Lupe oder was auch immer das sein soll und eine Polaroid-Kamera. Also so vom Outfit sieht es auf jeden Fall gut aus. Damit könnte ich mich auf jeden Fall identifizieren, würde ich sagen. Also passt es ganz gut zu meinem Sternzeichen. Ob ich das jetzt alles so da habe, ist die andere Frage. Aber wollen wir doch mal den Vorher-Nachher-Vergleich machen. So, das ist mein Waagen-Outfit. Ich persönlich finde es ganz cool. Ich würde auch so rausgehen. Eine Lupe hatte ich jetzt leider nicht und eine Polaroid-Kamera auch nicht. Und die Brille habe ich durch eine Sonnenbrille ersetzt. Aber ja, ich würde sagen, ich als Waage finde das Outfit auf jeden Fall ganz gut. So, als nächstes brauche ich natürlich noch ein bisschen Make-up. Da habe ich jetzt zwei Bilder. Einmal für das Augen-Make-up und einmal für den Lippenstift. Für das Augen-Make-up ja, sieht es vor, dass ich mir einen Eyeliner ziehe. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ansonsten, also finde ich, sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus mit noch so ein bisschen Lidschatten. Und für den Lippenstift ist es ein von allen, eigentlich die auf dieser Seite sind, ja, somit der natürlichste. Da habe ich auf jeden Fall auch die richtige Farbe. Also mit den beiden Sachen bin ich auch auf jeden Fall zufrieden. Jetzt ist nur die Frage, wie ich es umsetzen kann. Aber genau, damit ich mein Outfit perfekt mache, kommt jetzt natürlich das Make-up noch drauf. Ich fange dann mal an mit den Augen und ich habe echt Angst. Ich habe jetzt hier so ein Eyeliner-Pen und mal sehen, ob ich das so hinbekomme wie auf dem Bild. I doubt it, aber I try. Es sieht nicht komplett katastrophal aus, aber man sieht, dass ich das auch nicht so oft mache. Okay, das jetzt also zu meinem fertigen Augen-Make-up. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber das ist, glaube ich, jetzt so das Beste, was ich halt eben gerade hinbekomme. Ich finde es okay vom Weiten. Und es wäre, wenn man sich nochmal alle Looks anguckt, auf jeden Fall auch etwas, was ich wahrscheinlich ausgewählt hätte. Ich finde, es sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Also es passt wieder zu meinem Sternzeichen. Allerdings kriege ich es nicht so gut hin wie auf dem Bild. Aber ist ja auch egal. Als nächstes kommt jetzt nämlich noch der Lippenstift. Da habe ich tatsächlich noch diesen von Banana Beauty, den ich in meinem Video gekauft hatte, wo ich alles aus der Werbung von Sarah Harrison gekauft habe. Das Video kann ich euch auch mal da oben verlinken, falls ihr es noch nicht kennt. Da hatte ich genau diesen Lippenstift hier gekauft und der passt natürlich jetzt perfekt laut meinem Bild zu meinem Sternzeichen. Deswegen werde ich den jetzt mal drauf machen. So sieht jetzt der fertige Make-up-Look aus mit dem Lippenstift auch noch.
Ich finde, es sieht eigentlich ganz okay aus. Der Lippenstift passt jetzt halt nicht so gut zu dem Pullover und der könnte eben noch ein bisschen dunkler sein, um noch mehr der Farbe zu matchen, die auf dem Bild drauf ist. Aber ich glaube, damit kann ich als Waage leben, wie ich jetzt aussehe. Um den Look jetzt komplett abzuschließen, fehlen eigentlich nur noch die Accessoires. Laut meinem Sternzeichen soll ich Kreolen tragen, Kreolenohrringe. Und tatsächlich trage ich die schon. Ich trage ja eigentlich fast immer so Kreolenohrringe in Gold. Daher passt es auf jeden Fall sehr gut zu meinem Sternzeichen. Nochmal ein kleiner Einschub und zwar passend zum Thema Sternzeichen wollte ich euch nochmal von meiner Kooperation mit Steelness berichten. Steelness kennt ihr schon aus meinem Verlosungsvideo, wo ich drei richtig schöne Schmuckstücke verlosen durfte. Und Steelness hat tatsächlich auch eine Sternzeichenkollektion. Zu der Kollektion gehören verschiedene Ketten und Ringe, die in allen Sternzeichen daherkommen. Meine Kette, die ich sehr oft trage, ist euch ja vielleicht auch schon mal aufgefallen, und zwar ist das die Birthstone-Kette. Und dazu gibt es eben auch den passenden Ring, den habe ich hier auch um. Und da kann man dann eben je nach Sternzeichen auswählen, welchen Stein man gerne in seinem Schmuckstück haben möchte. Ich habe bei dem Ring jetzt den Rosenquarz, denn das ist der Stein für das Sternzeichen Waage, was ich ja bin offensichtlich. Und meine Kette hat den Mosachat-Stein, das ist der Stein für Jungfrau. Und Jungfrau ist mein Aszendent, deswegen habe ich den ausgewählt. Neben den Steinen, Ketten und Ringen gibt es auch noch Zodiac-Seal-Ketten. Da habe ich jetzt auch zum Beispiel einmal die Kette für Waage. Nochmal zu Steelnest allgemein. Also bei Steelnest ist es so, dass die Schmuckstücke nur auf Bestellung gefertigt werden. Das heißt, wenn ihr dort bestellt, wird es extra für euch angefertigt. Und deswegen gibt es eben keine Überproduktion und auch keinen Lagerbestand. Außerdem wird recyceltes Gold und Silber verwendet. Und die Schmuckstücke bestehen aus edlen Materialien. Und bei der Vergoldung wird mindestens dreimal mehr Gold verwendet als bei einer herkömmlichen Vergoldung. Und das Ganze nennt sich Vermeil. Ich habe auch noch was für euch. Und zwar findet bei Steelnest momentan der Slowember statt. Das ist eine Gegenaktion gegen den ganzen Konsum, das Schnelllebige und eben zum Beispiel auch den Black Friday, der ja auch im November stattfindet. Zu der Zeit werden eure Schmuckstücke natürlich immer noch einzeln und persönlich für euch gefertigt. Allerdings werden die Produktionen gruppiert. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen effektiver und auch kostengünstiger. Und dieser Spannes will Steelnest eben an euch zurückgeben. Und deswegen gibt es bis zum 25.11. ganze 20% Rabatt auf die ganze Steelnest-Kollektion und auf ausgewählte Blogger-Kollektionen. Und wenn ihr bis dahin bestellt, dann kommen die Sachen auch auf jeden Fall noch rechtzeitig an zu Weihnachten. Den Link zur Aktion packe ich euch mal unten in die Infobox. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr direkt zum Shop. Und mit meinem Passwort SlowInken schreibe ich euch auch nochmal hier hin und ist auch unten nochmal reingeschrieben, kommt ihr dann eben in den Sale rein und könnt 20% sparen. Solltest du das Video jetzt nach dem 25. November gucken, ist es natürlich auch nicht schlimm. Ich habe ja immer noch meinen 10% Rabattcode, der heißt Inken10. Link zu meiner Favoritenliste und ja, den Rabattcode schreibe ich euch auch unten rein. Das heißt, selbst wenn ihr dann vorbeischaut, kriegt ihr auch noch die 10% mit meinem Code. Ja, nach meinem ganzen Umstyling bin ich jetzt auch ziemlich hungrig. Und ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so Lust zu kochen. Also ich koche ja sonst eigentlich immer ganz gern, aber heute habe ich mal Lust auf Fastfood oder mir irgendwo was zu holen oder zu bestellen. Und ich habe jetzt ein Bild gefunden, wo your favorite fast food joints. Und bei der Waage ist es McDonald's. Und ich glaube, damit ist für heute beschlossen, dass ich was mir von McDonald's holen werde. Und tatsächlich habe ich jetzt auch bei McDonald's direkt gesehen, dass die mal so ein Posting hatten, wo sie gesagt haben, je nach Sternzeichen, was man da essen soll. Und bei Waage ist eine McDonald's-Tüte und ich habe das gerade noch mal nachgeguckt bei denen im Posting. Da steht, Waage nimmt immer alles Takeaway. Also ist es jetzt kein bestimmtes Essen, was ich mir holen soll, aber ich soll mir was Takeaway holen. Das passt mir persönlich jetzt ganz gut, weil ich habe jetzt keine Lust, alleine bei McDonald's zu essen. Deswegen werde ich da jetzt mal gleich hinfahren und mir was zum Takeaway holen. Ich habe richtig Hunger, also let's go. Okay, ich habe jetzt eine Portion Pommes und den Vegan, Fresh Vegan TS. Zum Glück durfte ich mir aussuchen, was ich nehme, weil es musste ja nur Takeaway sein. Davon habe ich jetzt profitiert, weil ich mir einfach so ein cooles Menü zusammengestellt habe. Und ich habe auch richtig lange nicht mehr bei McDonald's gegessen, aber ich liebe die Pommes. Also McDonald's Pommes sind echt die besten. Und den Vegan Burger hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Der ist, glaube ich, auch ganz okay. Aber werde ich jetzt natürlich nochmal probieren. Auch wenn man zu Hause isst, finde ich, kann man McDonald's-Sachen nicht von Tellern essen. Ich esse es jetzt trotzdem hier, einfach so aus dem Papier. Muss irgendwie sein. Den Burger finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es bei solchen Fastfood-Ketten immer überraschend, wie echt das vegane Fleisch schmeckt. Also ich habe dann immer kurz Angst, dass sie da aus Versehen das falsche Patty drauf gemacht haben. Ich finde,
Ja, ist halt kein High-Quality-Burger, ist halt Fast-Food. Ich finde, der schmeckt eigentlich ganz okay. Kommen wir zu einer weiteren Annahme. Und zwar habe ich ein Bild gefunden, wo Sachen drauf sind, die man wohl gar nicht mag. Und bei Waage sind da Oliven. Und da muss ich sagen, diesmal stimmt es wirklich gar nicht. Denn ich mochte lange Zeit wirklich keine Oliven, so als Kind. Und so fand ich die immer mega eklig. Aber mittlerweile mag ich Oliven sehr gerne. Um das zu beweisen, habe ich hier auch Oliven, und zwar Knoblauch-Oliven. Das sind wirklich die allerbesten, die noch in Knoblauch eingelegt sind. Und davon werde ich mir jetzt mal eine gönnen. Mmh. Richtig lecker. Mmh. Also bei diesem Bild muss ich sagen, mag ich eigentlich fast alles. Also bei dem Fisch hätte ich jetzt Nein gesagt. Und bei einem hart gekochten Ei würde ich auch Nein sagen. Aber die anderen und irgendwie Cheese Whiz, weiß ich nicht ganz genau, was das ist. Aber ja, die anderen Sachen wären auch alle okay gewesen. Ja, aber da muss ich leider enttäuschen. Ich mag Oliven, also da stimmt es auf jeden Fall nicht. Das letzte Bild, was ich rausgesucht habe, da geht es um Hobbys bzw. Aktivitäten. Und da steht bei mir, dass ich gerne Redecorating mache, also quasi alles wieder umgestalten. Da würde ich sagen, ja, stimmt so mittel. Also ich glaube, das meiste, was jetzt hier in der Wohnung zum Beispiel ist, habe tatsächlich ich irgendwie angebracht oder ausgesucht. Aber klar, so Redecorating macht auf jeden Fall auch Spaß. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mein größtes Hobby ist. Trotzdem fällt mir gerade ein, dass ich noch etwas aufhängen will. Und in diesem Zuge werde ich das jetzt einfach mal machen, damit ich meinem Sternzeichen natürlich auch wieder alle Ehre erweise. Werde ich jetzt hier mal ganz kurz ein bisschen was umdekorieren. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute ein bisschen ja, mit einem Augenzwinkern, also einfach mal eine lustige Aktion zum Thema Sternzeichen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr für ein Sternzeichen seid und ob ihr daran glaubt, also dass ihr gut zu eurem Sternzeichen passt oder wie ihr das ganze Thema so seht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo könnt ihr mir gerne da lassen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.